Ja, ich erinnere mich. Ich weiß noch genau, wie es war damals. Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich gestern gegessen habe oder wo der Autoschlüssel ist oder mein Impfnachweis. Aber manches weiß ich noch genau, als ob es gestern passiert wäre. Ich weiß noch genau, wie es war, wo ich war am 11. September 2001. Geht's Ihnen auch so? Ich weiß noch genau, wie ich die Pressekonferenz am 9. November 1989 auf dem Wohnzimmerteppich liegend im Fernsehen mitverfolgt habe. Ich erinnere mich, manchmal fast körperlich. Zum Beispiel daran, wie unsere Kinder geboren wurden. Wie soll es da erst meiner Frau gehen? Ich erinnere mich. Manchmal reicht ein Geruch oder ein Geschmack und schon bin ich zu Hause. Oder in Siebenbürgen. Manchmal reicht ein Lied und ich habe den Liebeskummer wieder von damals. Oder bin im Sommer in Schweden. Manchmal reicht ein Handball in meiner Hand und es kribbelt schon und ich suche den nächsten freien Mitspieler. Manchmal reicht ein "Das Ei ist hart" und schon spult der ganze Loriot-Sketch sich ab. Ich erinnere mich und manches verblasst und das ist manchmal sehr schade, manchmal aber auch nicht so schlecht und nicht so schlimm. Wenn man immer nur zurückblickt, erstarrt man vielleicht, wie Frau Lot in der Bibel. Ich erinnere mich persönlich, aber auch an Geschichten und Geschicke, die ich gar nicht selber erlebt habe. Klingt komisch, ist aber so. Geschichten und Geschicke, von denen ich höre, mit denen ich mich in Beziehung setze und sie mir zu eigen mache, die gehören dann zu mir. Und ich glaube, sowas ist wichtig. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Geschichte, wie meine Eltern sich kennengelernt haben. Da war ich nicht dabei. Aber sie haben es mir erzählt und diese Geschichte ist wichtig für mich. Ich erinnere mich daran, wie mein Opa zu Fuß aus dem Krieg nach Hause gekommen ist, nach langer Gefangenschaft, und seine eigenen Kinder ihn nicht erkannt haben. Ich erinnere mich an Opfer von Krieg und Gewalt, damals und heute, alle Jahre wieder im November, und erinnere mich an unsere Geschichte und an etwas, von dem ich denke, das dürfen wir nicht vergessen. Ich glaube, das ist wichtig. Ich erinnere mich, und das ist auch gut biblisch, da steht allenthalben, vergiss nicht, höre, sag's weiter. Auch um aus der Vergangenheit zu lernen. Zum Beispiel so etwas. Kümmere dich um die Fremden, die bei dir sind, denn du weißt doch selber ganz genau, wie es war in der Fremde, in Ägypten, Volk Israel. Zurückblicken, sich erinnern, auch an Geschichten und Geschicke anderer. Ich glaube, diese Novembertage in Moll sind sehr gut dafür. Naja, und eine Geschichte gibt es, da war ich nicht dabei, aber ich setze mich ständig mit ihr in Beziehung und mache sie mir immer wieder und ich hoffe immer mehr zu eigen. Und siehe da, sie ist lebendig. Wovon ich rede? Raten Sie mal.